Im Chiemgau zwischen der Hochries und dem Heuberg liegt die Daffnerwaldalm. Sie wird im Frühjahr von vielen Menschen besucht, denn nach der Schneeschmelze, wenn der Boden noch sehr weich ist, erblüht der Frühlingskrokus in Massen. Eine Wohltat fürs Auge und Nektar für Insekten. Im Hintergrund die Hochries. Und der Heuberg mit der Wasserwand. Auf der feichten Alm im Spitzsteingebiet, nahe der Tiroler Grenze, kann man zur jeweiligen Blütezeit vier Kohlröschenarten finden. Das Widderskohlröschen, das österreichische Kohlröschen, und das rote Kohlröschen. Das gemeine Kohlröschen blüht einen Monat später. Auf der Heidenholzalm am Geigelstein blüht im Juni die herzblättrige Kugelblume und die seltene Straußglockenblume. Nicht weit davon die gewöhnliche Alpenküchenschelle. Die Almbachklamm bei Berchtesgaden. Sie ist noch nicht für Besucher geöffnet. Aber dort blüht jetzt schon der Bursers Steinbrech. Im oberen Bereich der Klamm blühen noch einige Schneerosen. Vom nahen Königssee aus kann man mit der Seilbahn auf den Jänner fahren. Von dort erreicht man leicht den Schneipstein oder den Pfaffenkegel. Auf dem Schneipstein gibt es den Steinschmückel und die Alpenglockenblume. Die Schneehühner sind gerade bei der Balz. Die narzissenblütige Anemone im Hintergrund der Watzmann. Am Pfaffenkegel blüht im Juli die kleinste Orchidee, die Zwergorchis. Auch die Alpenprachtnelke blüht zu dieser Zeit. Aufstieg zum Weißeck im Lungau. 2700 Meter hoch. Dort soll ich den Himmelsherold finden. Es sind aber nur noch drei Blüten zu sehen. Die anderen sind vertrocknet. 14 Tage bin ich zu spät dran. Aber es gibt ja noch andere Blumen, wie das niedrige Seifenkraut, ein Endemit der Ostalpen, und das Krainer Greiskraut. Wer leichter die Blumen ins Tal bringen als die Kamera hier herauf. Dann 1200 Meter Abstieg ins Tal. Am Karlser Törl in der Granatspitzgruppe habe ich die klebrige Primel, auch ein Endemit der Ostalpen, gefunden. Auf dem Silikatgestein der Gruppe sieht man auch die Alpenmargerite und das Scheuchzerswollgras hier unter der Westseite des Hocheisers. Für den botanisch Interessierten ist die Großglockner Hochalpenstraße eine gute Möglichkeit, in die Alpine und auch in die Schneeregion vorzudringen. In den Schneetälchen blüht hier unterm Fuschertörl die kleine Soldanelle. Zur gleichen Zeit findet man die Alpenazalee und den Frühlingsenzian.
Die beiden großen Enzianarten, der Kochsche Enzian, hat auf der Innenseite der Blüte grüne Flanken. Diese fehlen dem Clusius Enzian. Eine Clavenas Schafgarbe. Die Schneesperlinge haben schon Jungvögel. Sie müssen sich beeilen, der Sommer im Gebirge ist sehr kurz. Nicht so häufig zu sehen, der niederliegende Enzian. Der Schnee-Enzian, trotz des Namens, wächst er nicht in der Schneeregion. Die Jacquinsbinse, eine interessante Blüte. Das kopfige Läusekraut in der Landschaft, dicht unter dem Fuschertörl. Dahinter Fuscherkarkopf und hohe Dock. Nicht weit davon die späte Faltenlilie. Sie kommt bis 3100 Meter vor. Wie der Name sagt, liebt der Felsenehrenpreis den Felsen. Zu den Kreuzblütern gehört das immergrüne Felsenblümchen. Es benötigt Kalkböden. Auch die Silberwurz liebt Kalkböden mit einem Nachtfalter als Bestäuber. Auf fetten Wiesen bis über 3000 Meter kann man den Braunklee finden. Lange habe ich nach dem Veilchenscheckenfalter gesucht. Er kommt nur im Gebirge vor. Nicht alle Enziane sind blau. Hier der österreichische Enzian. Auch das Tauernblümchen ist ein Enzian-Gewächs. Es blüht erst im September. In den Bratschen am Hochtortunnel der zweiblütige Steinbrech, im Hintergrund der Brennkogel. Der zarte, sternblütige Steinbrech. Rudolfs Steinbrech, eine Subspezies des roten Steinbrechs. Das Hochtor, ein ehemaliger Säumerübergang, 2600 Meter hoch. Hier finde ich den Zwergenzian, die kleinste Enzianart. Und den Alpenhahnenfuß. Der zarte Enzian hat in der Regel nur 4 Kronblätter. Auch den Alpenmannschild finde ich hier, in der Farbe rosa und weiß. Die zungenblättrige Rapunzel, auch Teufelskralle genannt, hat eine außergewöhnliche Blütenform. Ein großes Polster der Kalkpolsternelke. Die Einzelblüten 8 mm Durchmesser und 2 cm hoch. Manche Blumen im Gebirge entziehen sich durch ihre geringe Größe dem ewigen Wind. Das Alpenleinkraut hat eine andere Methode. Es kriecht dicht über den Boden. Auch das bewimperte Sandkraut kriecht über den Boden. In den Bratschen der Fetthennensteinbrech und das einblütige Hornkraut. Am Hochtor Nordportal Blickrichtung Fuschertörl. Von der Gletscherstraße der Großglockner, der höchste Berg Österreichs. Blick vom Nassfeldspeicher zur oberen Pfandelscharte. Im Frühjahr nach der Schneeschmelze blüht hier die Frühlingsküchenschelle. Die Berghauswurz wächst in Felsspalten. Vom Freiwandgletscher kommt der Wasserfall, sein Donnern erfüllt das ganze Tal. Ein Alpenmatten-Perlmutterfalter saugt an einer Grasnelke Nektar. Die Eros-Bläulinge und auch der Hochalpen-Apollo, alle drei Falter kommen nur im Hochgebirge vor. Die obere Pfandelscharte im Vordergrund, der graue Alpendost. Die Steinraute im Schönwetterwind. Ein besonders schön gefärbtes Exemplar des gefurchten Steinbrechs.
Alpensüßklee ein Schmetterlingsblütler. Das Edelweiß für viele Menschen die Alpenblume. Es gibt viele Enzianarten, hier die Hochgebirgsform des bayerischen Enzian. Dort der rundblättrige Enzian. An den kurzen Blättern erkennt man den kurzblättrigen Enzian. Die bärtige Glockenblume, eine häufige Blume. Die leuchtenden Farben vieler Alpenblumen, wie hier bei der Gletschernelke, sollen die Insekten zum Bestäuben anlocken. An der Gletscherstraße blüht die Steinnelke. Hier hat die Spinnwebhauswurz einen Felsblock erobert. Den schillernden Mohrenfalter habe ich in Guttal an der Großglockner Hochalpenstraße in Kärnten gefilmt. Das Steinröschen habe ich noch nicht oft zu sehen bekommen. Es ist mit dem Seidelbast verwandt.